mit diesen wunderbaren Bildern heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem London-Vlog. Vlog ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, denn ich habe mir nicht 4 Tage lang die Kamera ins Gesicht gehalten, sondern ich habe viel normale Sachen gefilmt, mir nur ab und zu mal die Kamera ins Gesicht gehalten und werde deshalb jetzt so ein bisschen einfach erzählen bzw. das Ganze so ein bisschen in Etappen gliedern. Wenn man mal in London ist, sollte man sich unbedingt die Zeit nehmen, um in die Harry Potter Studios zu fahren. Die sind ein bisschen außerhalb von London. Mit so einem Reisebus kommt man da innerhalb von 1 Stunde ungefähr hin. Man kann da mehrere Stunden Zeit verbringen. Und Harry Potter ist ein ganz großer Teil meiner Kindheit. Ich bin mit den Büchern und den Filmen aufgewachsen. Und in diese Studios zu gehen und in den Kulissen und so weiter rumzulaufen, das ist dann schon so gewesen, als ob man wieder so ein bisschen in seine Kindheit zurückversetzt worden wäre, aber ich werde da jetzt gar nicht noch mehr zu sagen, sondern zeige euch einfach, was ich dort gefilmt habe. Viel Spaß! Aber erstmal Harry Potter. Wechsel das Fach. Thank you.
In den Harry Potter Studios habe ich insgesamt, ich glaube, 40 oder 45 Minuten an Videomaterial gefilmt und habe das jetzt auf diese paar Minuten runtergekürzt, um den besten und sichersten Einblick in das Ganze zu geben. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall der erste Tag in London. Das war ein bisschen anstrengend. Früh nach London geflogen, den ganzen Tag in den Studios gewesen, den ganzen Tag auf Achse gewesen. Deswegen blieb es dann bei dem Tag bei den Harry Potter Studios und dann wurde sich ausgeruht für Tag Nummer 2, denn an Tag Nummer 2 habe ich dann Hamilton gesehen und ihr habt ja wahrscheinlich dann schon meine Kritik dazu gesehen, wenn nicht, ist das irgendwo hier verlinkt oder so. Und ja, jetzt zeige ich euch Einblicke in meinen Besuch bei Hamilton, vor allem die Zeit, die ich auf der Bühne sein durfte. I'm passionately smashing every expectation. Every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shots. I am not throwing away my shots. Hey yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not throwing away my shots. We gonna rise up. Time to take a shot. We gonna rise up. Time to take a shot. We gonna rise up. Rise up. It's time to take a shot. Rise up. Wir haben es gerade gesehen, ich bin ein bisschen am Zittern, das ist echt eine mega dicke Show gewesen. Ich stehe jetzt hier gerade vom Set, ich weiß wirklich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich mega krass einfach. Also der Curtain ist runter, hier hinter mir, der Curtain ist runter. Sieht man mich? Autofokus. Autofokus? Du bist nicht scharf. Ich bin nie scharf. Aber ich bin gerade gar nicht. Hey, jetzt bin ich wieder scharf. Also, auf der Bühne von Hamilton, das ist eine mega heftige Show. Also wenn ihr die Chance habt, nach London zu kommen, dann macht das auf jeden Fall. Es ist wirklich mega krass. Das ist gerade König George hinter mir vorbeigelaufen. Ich warte jetzt noch auf Kimmy Downing. Die war vorher in Style Express und in Bodyguard in Bochum und Köln in Deutschland. Und ich werde sie ein paar Sachen fragen und dann werde ich mal sehen, was hier so noch losgeht. Aber es ist sehr aufregend, hier im Set zu stehen. Also das ist mega einfach. Ihr habt sicher gemerkt, ich war sehr, sehr nervös, dort auf der Bühne zu stehen. Es war sehr, sehr aufregend. Ich hätte es nämlich nicht erwartet, dass das funktioniert, dass ich dort stehen darf und dort einfach über die Bühne latschen darf, wie die Darsteller, keine Ahnung. Das war schon ein sehr aufregendes Erlebnis, vor allem weil die Show mich auch so geflasht hat, dass ich davon schon allein mega gehypt war und dann noch dort zu stehen, das war einfach der Overkill quasi. ja, das war Tag 2. An Tag 3 ist noch so ein bisschen Sightseeing irgendwie passiert und abends habe ich dann The Play That Goes Wrong geschaut. Das ist ein normales Theaterstück, es ist eine Komödie, also mal kein Musical ausnahmsweise gesehen. Ich kann es aber jedem empfehlen, sich dieses Theaterstück anzugucken, vor allem wenn man Spaß an britischem Humor hat, also dieser sehr schwarze und ironische Sarkasmus und alles.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin ein bisschen heiser aus der Show rausgekommen, weil ich sehr, sehr viel und laut gelacht habe. Das war's dann auch schon mit mir und meiner Laberei zu den wunderbaren Einblicken in die Harry Potter Studios und in Hamilton. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Kommentiert doch mal ein bisschen. Wart ihr schon in London? Habt ihr irgendwas davon schon mal gesehen oder habt es vielleicht noch vor? Ein Abo würde mich auch freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.